Ist was mit Bares? Ist nicht gekommen zum Essen? Ist nicht da? Sag, was ist los mit Bares? Was ist los mit Bares? Ist was mit Bares, dieser ungenützte Junge? Du, sag Wahrheit. Er spuckt im Brunnen, aus dem er trinkt. Kolo, was ist mit Bares? Sag mir die Wahrheit. Bares ist tot. Tut uns leid. Ermordet. Unser Sohn ist tot. Ist gemordet. Ist einfach gemordet. Ist meine Schuld. Gott straft mich für meine Sünden. Eto ja wie nota, te gratia, te magrechi. Was bleibt dem Menschen, wenn er nichts hat zu essen und nichts hat zu trinken? Will er sterben, muss er auf den Friedhof gehen und sich legen in den Grab und hat nichts zu essen und nichts zu trinken. Apostolia, soliamus, amos, absolava, grafia, grafi. Ich bin kein guter Lügner und ich möchte auch nicht, dass du mich anlügst. Deswegen frage ich dich jetzt einfach, was ist los mit dir? Was ist los mit uns? In was hast du dich ja eingelassen? Und was hatte diese Vorstellung im Wald zu bedeuten? In welchem Wald? Ach so, okay, ich wollte spazieren gehen. Spazieren gehen? Mit vier dubiosen Typen, die du sonst nicht mal mit einer Zange anfassen würdest? Dem Inbegriff der Subkultur fehlt noch, dass sie Neonazis sind oder Drogenkuriere, so wie die aussahen. Warum gehst du nicht einfach nach Hause und lässt mich in Ruhe schlafen? Weil du nicht in Ruhe schlafen würdest. Du würdest in deinem Zustand alles machen, nur nicht schlafen. Womöglich würdest du dir was antun. Woher hast du eigentlich die Pistole? Welche Pistole? Ach, jetzt hör auf mit dem Mist. Du weißt genau, von welcher Pistole ich spreche. Du brauchst nicht mit mir Verstecken zu spielen. Ich habe euch doch gesehen dort im Wald. Ich habe dich genau beobachtet, wie du die Knarre aus der Handtasche gezogen hast und die Jungs bedroht hast. Nur deine Worte konnte ich nicht verstehen. Also, was ist es? Bist du drogenabhängig und sie wollen dir keinen Stoff mehr besorgen? Oder hast du sie beschissen und sie wollten dir ans Leder? Hattest du Angst, dass sie dich umbringen wollten? Wenn ich nicht gewusst hätte, dass du die Waffe nicht ziehen würdest, hätte ich eingegriffen. Aber warum hast du sie überhaupt? Was ist los? Du willst immer alles wissen, auch wenn du daran erstickst, dieser jämmerlichen Wahrheit. Na gut, dann sage ich dir jetzt auch alles. Die Pistole stammt von Bares. Welcher Bares? Von Bares, meinem Geliebten. Jörg schloss die Augen. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Sie hätte jetzt deine ganze Predigt halten können. Er hätte kein Wort davon verstanden. Nun, wir suchen jemanden. Wir suchen diesen jungen Mann. Könnte ich gern. Wenn er der Einzige wäre, der meine Disse käme. Aber er ist halt nicht der Einzige. Wissen Sie, wie viele Jugendliche hier jedes Wochenende ein- und ausgehen? Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen? Also ich meine, wie groß kann der Schuppen denn schon sein? Mein Schuppen ist über 700 Quadratmeter groß. Sie können ihn ja gleich mal besichtigen, wenn Sie sich nicht sicher sind. 700? So groß? Ja, das ist ja toll. Also mein lieber Scholli, da haben Sie ja so richtig so ein Imperium aufgebaut, wa? Also so mit allem drum und dran, wa? Also ich meine, da könnte man richtig stolz sein, mächtig stolz, oder? Wie? Hm? Was? Ja, oder? Hm? Hey, hör mal. Es ist alles legal. Ich habe Papiere, Genehmigung. Wir halten alle Vorschriften ein. Also, was wollen Sie? Ist ein Hübscher. Wäre mir vermutlich aufgefallen. Was hat er denn ausgefressen? Er ist nur ein bisschen tot, sonst nichts. Tot? Ein bisschen. Nicht gut. Ach ja, ich komme ja schon. Was ist jetzt mit dem Kaffee und dem Keks hier? Und dann lange wieder mal. Ja. Mhm. Dankeschön. Schön. Zucker? Hier. Dann nehmen Sie sich dann doch einfach. Ich nehme mir einfach. Mhm. Alles klar. Okay.
Einer meiner Besten. Ja, ja. Also, ich habe Ihnen gesagt, dass ich den Typen nicht kenne. Selbst wenn er hier war, habe ich ihn nicht gesehen. Gibt es ein Gesetz, das ihn immer aber von der Disney dazu verpflichtet, all seine Gäste zu kennen? Also, Herr Kulitschka, da Ihr Gedächtnis so sehr strapaziert ist, will ich Sie nicht lange behelligen. Wie viele Mitarbeiter sind denn hier bei Ihnen beschäftigt? Ich meine, vielleicht haben Sie ja den Überblick, auch wenn es wahrscheinlich eine gigantisch große Menschenmenge sein wird, die Sie da durchfüttern müssen. So große Zahlen gibt es ja wahrscheinlich nicht, oder? Was? Eigentlich nicht, aber klar habe ich einen Überblick. Was denken Sie denn? Jochen und Helmut, eine Bar, draußen, Borislav und Salman hier drin, Dagi an der Kasse, Nina und Helmut an der Bar, ja und hier, Pipo, unser DJ. Und wer von denen ist jetzt schon da? Aber was weiß ich, Pipo sicher nicht, der pennt doch den ganzen Tag und kommt nicht vor abends 10 aus der Feder. Und die anderen? Die Kollege, der schnüffelt doch da schon die ganze Zeit rum, der müsste ihn doch eigentlich sagen können, wenn er ein guter ist. Hä? Ja, ich hab's nicht immer leicht in dem Job. Probleme hier, Probleme da, da kann man schon mal ein bisschen komisch in der Birne werden. Also, sicher. Sicher kann man. Hat man auch schon. Kennt man ja. Ich meine, da rutscht einem schon mal was raus, was man gar nicht so meint, oder? Ich meine, zicke, zacke. Sagen wir mal, ist das jetzt eine Frage oder ist das eine Unterstellung? Sie kommen mir da blöd und ich darf noch mal fragen, mit welchem Recht eigentlich? Nur weil das so ein kleiner Scheißer hier tot ist, oder was? Ja, genau deswegen. Aber was für Probleme haben Sie denn? Ja, habe ich gesagt, dass ich Probleme habe, oder was? Ja. Die üblichen, Sie wissen schon. Konjunkturflaute. Die Leute haben das Geld nicht mehr so locker sitzen in der Tasche. Auch die Jugendlichen nicht. Vor allem die Aussiedler. Da gibt es hier einige, sparen deine Getränke. Aber ansonsten, ich kann nicht schlagen. Das ist alles bestens. Macht die Kollegen eigentlich die ganze Zeit? Irgendwie geht er mir auf den Sack hier. Der plaudert wahrscheinlich mit Nina über die beste Art, Darjeeling-Tee zu kochen. Wie lange haben Sie den Laden denn schon? Oh Gott, da muss ich ja ganz tief im Gedächtnis kramen. 4, 5 Jahre vielleicht. Habe ich nicht im Kopf, aber ich könnte in meine Akten sehen. Ach nee, das bekommen wir schon heraus. Schlägereien, Bandenkriege, Diebstähle, Drogen? Na, ich meine, was gibt es denn hier Schönes zu bieten? Erzähl mal. Klar, Schlägereien kommen vor. Leute, ich trinke schließlich Alkohol. Ist sowas unvermeidlich. Bandenkriege, nein, wo denken Sie hin? Wir sind doch nicht im Ruhrpott hier. Hier wollen sich die Leute amüsieren, treffen. Deshalb kommen ja auch die Russlanddeutschen so gerne her. Weil sie sich austauschen können in ihrer Sprache. Die kommen von überall her. Jugendheime gibt es ja auch kaum für die. Gibt es in Bocholt ein Jugendheim für Aussiedler? Nein, sehen Sie. Und Drogen? Ich meine, kleine bunte Pillen kennst du doch, oder? Ich meine, nimmst du doch manchmal bestimmt auch ein paar, um so richtig high zu sein. Vielleicht mit der kleinen Nina da vorne, die Süße da, die ist doch bestimmt ein Kracher, oder? Na? Ich meine, da kann man schon mal hinlagen mit ein paar bunten Pillen im Hirn, was? Sie verreifen sich im Ton! Hier geht's raus! Entschuldigen Sie, ich hab noch Besseres zu tun, als dieser Scheiß hier zu beantworten. Die Uschi Muschüring hat die Erzählerin gemacht. Ich nehme euch jetzt mal, wie ihr hier so steht, Melinda, die Julia, Heike. Heike hat die Gabi gemacht. Unter anderem. Simon. Dann Björn Weyer. So, komm mal nach vorne so ein bisschen. Heiner Bisslich hat sich da hinten verborgen. Also, er war nicht der Mörder, sondern es war Markus. Dann Reinhard da hinten. Iris, unsere bezaubernde Nadja. Und dann Kilian Schmein. Was ist er? Kilian, die sind schon unterwegs. Kilian und Christian sind schon weg? Christian. Achso, da bist du. Entschuldigung. Ja, so, dann habe ich noch den Ralf Wanders. Wo ist der? Ist auch schon weg? Auf der Hochzeit. Ja gut, finde ich. Weiter feiern. Ja. Dann Jens Habers.
und Dieter Henrichs. Ja, gut, also wie gesagt, wir feiern jetzt noch ein bisschen weiter. Sie können gerne mitfeiern oder wohlverdienten Schlaf genießen. Wir wünschen ein schönes Wochenende und weiterhin schönes Wetter.